kommen wir zu einem weiteren Impuls, der auch für deine Vision wirklich sehr, sehr wichtig ist. Nämlich, es gibt einen Lehrmeister, der einen motiviert, wirklich das zu tun, was man wirklich sich wünscht. Einen Lehrmeister, der einen immer wieder motiviert, wirklich das umzusetzen, was man wirklich will. Und das ist tatsächlich der Tod. Ganz genau. Und jetzt stell dir mal vor, einfach nur mal so hypothetisch, du hättest nur noch ein Jahr zu leben. Und schau mal wirklich so den Tag über, was würdest du machen und was würdest du ganz sicher lassen. Und ich meine jetzt nicht damit den Job, ne? Also wenn du jetzt heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit bist und denkst dir, ach ja, das ist eine schöne hypothetische Vorstellung, gehe ich gleich mal nicht zum Job. Das ist jetzt nicht so, was ich meine, sondern ich meine so eher so auch die inneren Dinge. Also wie verhältst du dich am Tag dir selbst gegenüber und auch den Menschen, die du triffst? Bist du da vielleicht ein bisschen klarer und auch direkter und sagst du vielleicht sogar auch mal Nein, wenn du Nein meinst und sagst auch nur dann Ja, wenn es wirklich sich auch gut anfühlt? Und welche Dates nimmst du wahr und welche vielleicht eher nicht? Also wo bist du dann wirklich, ja, wo bist du wirklich mit dir selber in so einem ganz wertschätzenden Gefühl von, meine Zeit ist endlich? Weil tatsächlich ist unsere Zeit endlich, nur dass wir uns das manchmal gar nicht so klar machen. Und stell dir vor, du würdest hier in diesem Rachen von diesem Walfisch stehen. Und es wäre jetzt wahrscheinlich dann demnächst dran, dass er dich frisst. Und es dauert vielleicht noch ein paar Wochen, Monate, bis du verdaut bist. Was würdest du jetzt machen? Also ich glaube, dann gäbe es viele Dinge, die du noch erledigen wollen würdest. Und daran wollen wir dich heute erinnern. Genau, weil so ein Wal, der frisst ja nicht mit Absicht Menschen. Aber nehmen wir mal an, du gehst jetzt irgendwo auf Hawaii irgendwie zum Tauchen und taucht auf und hat dich einfach nicht gesehen und verschluckt dich einfach. Das heißt, solche, ja, in Anführungsstrichen, Zufälle oder schlechtes Karma oder wie man dazu sagt, einfach Pech, das kann passieren. Und wir leben manchmal so, als würde es immer nur den anderen passieren, aber nicht uns. Und in dem Moment, wo wir mit unserer Endlichkeit unseres eigenen Lebens konfrontiert werden, nämlich in unseren Krisen körperlicher Natur oder auch mal solche Situationen wie einen Flug, wo extreme Turbulenzen sind, wo du plötzlich merkst, oh Gott, wenn er jetzt abstürzen würde, dann wäre mein Leben vorbei. Und die Frage ist doch, was würdest du tun, wenn du vorher wüsstest, du hast noch genau ein Jahr, bis sich der Wal verschluckt? Wie würdest du leben? Würdest du noch Kompromisse machen? Würdest du wirklich, ja, Dinge tun, wo dein Herz zu Nein sagt? Und würdest du anfangen, ja, versuchen, noch mehr materielle Güter aufzuhäufen? Oder würdest du damit beginnen, dein Geld auszugeben? Die Frage ist also, was würdest du tun, wenn du noch ein Jahr zu leben hättest? Und vielleicht kennst du das auch. Also ich hatte früher immer von meinen Eltern und Großeltern beigebracht bekommen, es gibt so Kleider, die liegen im Kleiderschrank und die sind für gut. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass ich schon längst erwachsen war, meine Schwester auch, dass wir immer Kleider im Kleiderschrank hatten für gut. Und tatsächlich kam es dann so bei dem doch recht frühen Tod meiner Mutter, dass wir auch in ihren Kleiderschrank schauten, um alles aufzuräumen und auch leider wegzuräumen und weiter zu verschenken, dass wir festgestellt haben, dass unglaublich viele Kleidungsstücke nie getragen wurden. Sie wurden nie getragen, weil sie wurden immer aufgehoben für gut. Und heute ist ein für gut Tag und morgen ist ein für gut Tag. Und in dem Moment, wo wir uns das klar machen, dass wir nicht wissen, ob wir nicht morgen vom Bus überrollt werden, da ziehen wir doch lieber heute unsere schönsten Sachen an, weil wem bringen die was, wenn die ungetragen im Kleiderschrank liegen? Das macht überhaupt keinen Sinn. Und so auch bei dem, was du heute isst oder bei dem, wie du heute in die Welt gehst. Schau einfach, was kannst du dir heute Gutes tun? Immer unter dem Aspekt, es könnte sein, dass vielleicht sogar heute schon dein letzter Tag ist. Genau, und daher wollen wir dich heute wirklich motivieren, dort mal, und das kann wirklich auch ein bisschen wehtun, aber dort mal deine Aufmerksamkeit hinzurichten. Nämlich in diesem Tag heute. Du gehst heute durch deinen Tag und du tust einfach mal so, als hättest du nur noch ein Jahr zu leben. Und dann achte mal darauf, ob du nicht in den Gesprächen mit deinen Kollegen, in deiner Familie, mit deinem Chef, mit deinen Freunden vielleicht plötzlich eine andere Tiefe dir wünschst oder eine andere Begegnung, wo du nicht versuchst, eine Maske hochzuhalten, sondern sagst, hey, wofür soll ich jetzt noch eine Maske hochhalten? Jetzt kann ich auch so sein, wie ich selbst bin. Und wir haben das ausprobiert und wir können dir sagen, es ist nicht der Fall, dass du plötzlich irgendwie unangenehm für dein Umfeld wirst, sondern du wünschst dir einfach mehr Nähe, mehr Tiefe vielleicht. Und vielleicht bist du auch ehrlicher, was übrigens dein Umfeld vielleicht etwas irritieren kann.
aber was den Beziehungen auf jeden Fall gut tut. Und so geht es mir auch, weißt du, manchmal habe ich so das Gefühl von einer Freundin beispielsweise, der ich gefühlt ganz schön hinterhergelaufen bin. Ich habe sie immer wieder angeschrieben und ich habe immer wieder nachgefragt und wollte wissen, was ist denn los, warum hast du dich zurückgezogen? Ich meine, ich habe schon eine Idee, warum sie sich zurückgezogen hat. Und irgendwie habe ich aber dann gemerkt, wenn ich jetzt tatsächlich mir das selber auch klar machen würde, okay, es könnte sein, dass ich jetzt nur noch ein Jahr zu leben hätte. Was würde ich dann tun? Dann würde ich definitiv diesen blöden Stolz, der uns manchmal irgendwie so hindert daran, wir selber zu sein, den würde ich einfach mal über Bord werfen und ich würde ihr nochmal schreiben oder ich würde sie anrufen und würde sagen, du pass auf, unsere Beziehung ist uns einfach wirklich, ist mir einfach wirklich wichtig, lass uns doch wieder vertragen. Das heißt, du würdest vielleicht Dinge endlich angehen, du würdest ja auch tatsächlich vielleicht Situationen und Beziehungen klären, die du bisher dich noch nicht getraut hast zu klären, dann wäre dir das relativ egal, weil du wüsstest, nee, wenn ich es jetzt nicht mache, kann ich es vielleicht nicht mehr machen. Und deshalb ist uns das so wichtig, dass du das als Impuls mitnimmst, auch in Bezug auf die kommenden Festivitäten, was auch immer das jetzt für welche sein mögen, wir wissen ja auch, wovon wir reden. Dann schau doch mal, wie würdest du das jetzt verbringen, wenn es zum Beispiel dein letztes Weihnachten wäre oder dein letzter Geburtstag oder die letzte Familienfeier? Wie würdest du sie dann verbringen? Würdest du hingehen oder würdest du es lassen? Also ich merke so für mich, ich würde dann definitiv hingehen. Und ich würde für meine Oma nochmal ein ganz schönes Geschenk machen und würde ihr nochmal danken für all das, was sie für uns in ihrem Leben getan hat. Und vielleicht ist es auch für dich eine Möglichkeit, das nochmal so mitzunehmen, auch in die nächsten Tage so zu gucken, okay, wenn ich mir das wirklich mal ganz klar machen würde, was würde ich ab sofort verändern? Und das setze um. Mach damit direkt den ersten Schritt. Und was ist dir wichtig am Ende deines Lebens? Auch da, stell dir einfach mal vor, du schaust dann zurück. Was wird dir wohl wichtig sein am Ende deines Lebens? Sind es die Beziehungen? Sind es die Erfahrungen? Sind es die emotionalen Erfahrungen, die du gemacht hast? Oder sind es die Werte, die du angehäuft hast? Das schöne Auto, das du gefahren bist? Und das hat zumindest Steve Jobs gesagt, der wirklich ja sehr viel erlebt hat in seinem Leben und sehr viel auch Erfolg hatte. Er sagte, am Ende meines Lebens sind mir nur noch die Beziehungen wichtig mit den Menschen, die ich liebe. Und genau dort, wenn da vielleicht ein Mensch ist, dem du aus irgendwelchen Gründen plötzlich grollst oder er dir, und du aber am Ende deines Lebens es bereuen würdest, ja, nicht hingegangen zu sein und zu sagen, hey, komm, lass uns einfach wieder vertragen oder lass uns zumindest drüber reden, was so zwischen uns steht, dann solltest du es jetzt schon tun, weil du hast ja wirklich noch ein Leben vor dir. Wir wissen nicht, wie viele Perlen, und so nennen wir die Atemzüge, die wir erleben, wie viele Perlen du in deinem Glas noch hast. Vielleicht ist es noch ganz voll, aber vielleicht ist es auch schon fast leer. Und daher, der Tod ist ein wunderbarer Ratgeber, weil er motiviert uns, ehrlich, authentisch und intensiv zu leben. Weil, wenn nicht jetzt, wann dann? Und weißt du, oftmals ist es auch so, dass wir Beziehungen jetzt gerade gar nicht so leben, wie wir sie eigentlich leben wollen, nur aufgrund von Missverständnissen. Das heißt, zu dem, was Walter gerade gesagt hat, möchte ich noch ergänzen, dass es oftmals so ist, dass einfach nur ein Missverständnis uns im Weg steht. Und in dem Moment, wo du vielleicht als Erster diesen Schritt wieder auf den anderen zugehst und sagst, okay, komm, lass uns noch mal drüber reden. Vielleicht haben wir uns auch einfach missverstanden. Denn meistens ist es so, zu 98% beruhen alle Missverständnisse oder alle Freundschaften, die auseinandergehen, alle Partnerschaften, die sich voneinander entfernen, immer nur auf eigenen Gedanken und unwahren Glaubenssätzen und vor allen Dingen Missverständnissen in der Kommunikation. Und wenn ich nur noch ein Jahr zu leben hätte, vielleicht würde ich sogar noch klarer kommunizieren. Das steht schon auf meiner Werteliste ganz weit oben, authentische Kommunikation. Aber vielleicht würde sogar ich auch das ein oder andere Mal noch viel eher Nein sagen und Dinge nicht tun, wenn ich das ganz klar wüsste. Und wer weiß, ob wir nicht alle gerade oder einige von uns schon in diesem Walfisch-Hai-Maul stecken und es nicht wissen. Von daher, lasst uns diesen Tag nutzen, lasst ihn uns genießen, bis die Schwarte kracht. Und dann kann auch irgendwann der Walfisch kommen, wenn er will. Weil wenn ich in die Richtung gucke, sehe ich keinen Walfisch. Und wenn ich nach hinten schaue, wupp, könnte er ganz schnell da sein. Wir wollen dir keine Angst machen vor dem Wal, der dich verschluckt. Aber erinnere dich daran, deine Zeit ist hier begrenzt. Und deswegen bringen wir das auch in dieses Visionsprogramm rein. Warum? Weil du deine Vision jetzt in dein Leben bringen kannst. Warum solltest du warten? Weil manchmal haben wir einfach nur Angst, eben wirklich ins Tun zu kommen. Und dazu kann uns hier der Wal motivieren, sagen, hey, los, komm, auf geht's. Deine Zeit ist jetzt. Und jetzt, am Ende dieses Jahres, macht es jede Menge Sinn, auch nochmal so rückblickend zu gucken, was möchte ich nicht mehr mitnehmen, was möchte ich verändern, wo möchte ich für mich noch klarer werden und welche neue Entscheidung treffe ich heute. Also in diesem Sinne, hab einen ganz, ganz schönen Tag. Vielen Dank, dass du dabei bist. Wir freuen uns auf dich schon morgen. Mach's gut. Mach's gut. Tschüss.
Wie war dieses Türchen für dich heute? Konntest du was für dich mitnehmen? Das hoffen wir natürlich sehr. Und wir haben noch etwas, da geht es um das Thema Selbstbewusstsein. Ja, und vielleicht hast du wirklich manchmal das Gefühl, auch jetzt in den letzten Tagen, also ein bisschen mehr Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein würde mir schon gut tun. Du weißt nur nicht genau, wie es gehen kann. Wenn dich das interessiert, du mehr dazu wissen willst, auch was das Thema Coaching damit zu tun hat und wie du durch Coaching selbstbewusster wirst, dann schau dir doch unser neuestes Webinar dazu an. Das Ganze ist natürlich kostenfrei für dich. Wenn es dich interessiert, hör mal rein. Du findest den Link natürlich hier unten wieder. Viel Spaß dabei. Bis morgen.